Hallöchen, Popöchen, und willkommen zu meinem super tollen Minecraft-Let's Play. Nee, eigentlich ist es kein Minecraft-Let's Play. Also, das ist eigentlich, glaube ich, das einzige Minecraft-Video, was ich jetzt jemals machen werde. Also, keine Sorge. ja. Dieses Video ist eigentlich nur eine Werbung für meine Minecraft-Map, die ich vor mehreren Jahren gebaut habe. Als ich noch so 13, 14 Jahre alt war. Da habe ich halt eine richtig schicke Minecraft-Map gebaut, so einen richtig geilen Freizeitpark. Und den wollte ich euch jetzt halt mal vorstellen, ne? Damit ihr mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. So, hier erstmal hier so ein paar Regeln, bla bla, auf ganz schlechten Englisch geschrieben. Das habe ich damals gemacht. Das müssen wir uns jetzt nicht durchlesen. Auf jeden Fall. Die Geschichte. Dein Name ist Olaf und du lebst in einem Dorf. Du möchtest gerne den neuen Freizeitpark mit dem Namen Bossianusland besuchen. Also, auf geht's. Wohnung von Marcel Davis. So, okay. Ja, das ist jetzt mehr so eine Adventure-Map oder ja, einfach nur was. Eigentlich nicht wirklich Adventure-Map. Das ist nur so eine Map, wo kann man sich so. Kann man sich halt angucken, wenn man Lust drauf hat, ne? So, okay. Also man hat hier ein schickes Haus, ne? Ich will jetzt auch nicht alles spoilern. Also wenn euch das wirklich interessiert, guckt, könnt ihr die Map ja runterladen. Der Link ist in der Beschreibung. Ich zeige jetzt ein paar Sachen hier. Ja, und wenn euch das interessiert, könnt ihr es ja runterladen. So, okay. Also was ihr zuerst machen müsst, ihr müsst das ganze Geld mitnehmen. Weil das braucht ihr, um den Eintritt für den Freizeitpark zu bezahlen. Dann steigt ihr in das Minecart hier ein, drückt W. Und schon fahrt ihr los. So, jetzt gibt es hier eine schicke Fahrt. Eine schicke Autobahnfahrt zum Freizeitpark. Ja. Mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen. Man muss sich halt mit Fantasie vorstellen, dass man in so, dass man im Auto sitzt und hier die Straße, die Autobahn lang fährt zum Freizeitpark. Ich will jetzt auch nicht allzu viel von dieser Fahrt spoilern. Also zeige ich euch hier nur so kurze Ausschnitte. Also später kommt ihr zu so einer Tankstelle. So, da könnt ihr hier aussteigen, mal kurz tanken, ne, euren Wagen voll tanken, so. Dann gibt's hier noch einen leckeren KFC. Da kann man sich hier was Schickes bestellen. Also ich habe halt sehr viele Details in die Map eingebaut damals, ne, bis ich dann irgendwie in das Alter gekommen bin, wo ich keine Lust mehr auf Minecraft hatte. Nun ja, ne. Ich habe auch viele, viele Easter Eggs und so Geheimnisse in der Map versteckt, ne. Also wenn ihr ein paar Geheimnisse findet, ne, schreibt es hier in die Kommentare. Na, dann kriegt ihr ein Herz. Oder ihr werdet angepinnt. Mal gucken. Weil viele Leute sind ziemlich geil darauf, angepinnt zu werden oder ein Herz zu kriegen. Und so als kleine Motivation, ne? So, dann fährt man hier weiter. Was halt, ihr dürft halt während der Fahrt nicht aussteigen oder sonstiges, ne? Weil sonst macht es die ganze Fahrt kaputt. Weil das ist halt darauf ausgelegt, dass man nicht aussteigt. So, jetzt kommen wir hier zu einer nicht Mautstation. Hier muss man so eine Parkgebühr bezahlen. Dass man hier beim Freizeitpark parken darf. Musst du dem Typen hier Geld geben. So, dann öffnet sich so mit so einer ganz schicken Animation öffnet sich jetzt hier die Schranke. Ja, genau, und dann schließt sie sich wieder. Habe ich halt mit so Command-Blöcken damals gemacht. Ich war so richtiger Minecraft-Suchti. Habe ich halt so richtig komische Sachen gebaut, du. So, wie man hier sieht, ist hier schon die erste schicke Achterbahn. So, wieso hört man jetzt das Minecart nicht mehr? Okay. Also, jetzt ist man angekommen. Jetzt muss man hier dem Weg folgen. So, ich mache das Video jetzt auch nicht so lang. Ich will jetzt einfach nur so einen kleinen Einblick in diese Map geben, ne? So. Ja, es regnet zwar gerade, aber das ist mir jetzt eigentlich egal. So. Hier erstmal so zwei Wölfe. Das große Wolfstatuen habe ich ja erstmal hingebaut, ne? Ich war halt schon immer ein ziemlicher Achterbahnfreak, ne? Deswegen habe ich so einen riesigen Freizeitpark gebaut. Ne, man sieht gleich noch, wie riesig der eigentlich ist. So, hier muss man sein Geld reinschmeißen. Um ein Ticket zu kaufen, dann kriegt man ein Ticket, das kann man sich hier nehmen. Und das Ticket braucht man dann hier, um ja, in den Freizeitpark reinzukommen, weil sonst kommt man da nicht rein.
So, hier kann man erstmal die Map sehen. Also, hier ist diese Bezahlstation, dann ist hier der Parkplatz, dann ist hier der Eingangsbereich, hier stehen wir gerade. Dann gibt es hier eine fette Achterbahn, da eine fette Achterbahn, hier eine fette Achterbahn, da unten ist eine fette Holzachterbahn. Dann hier gibt es eine schöne Wildwasserbahn, da gibt es eine Go-Kart-Strecke. Hier ist noch eine Wasserbahn, da sind ganz, ganz viele Sachen, Karussell, Restaurants, alles, an alles habe ich gedacht. Ne? So, das Erste, worauf ich sehr stolz bin, oder auf das ich sehr stolz war damals, als ich noch so ein kleines Minecraft-Kiddy war. Ich finde es eigentlich schade, ne? Heute zocken die ganzen Minecraft-Kiddies nur so PvP-Zeugs und bauen nicht mal was Schönes, ne? Ich hab damals nur so richtig schöne Sachen gebaut. Immer so Survival gespielt und baut. Ne? Nicht so einen komischen PvP-Scheiß. Also, wie gesagt, ihr könnt ja zocken, was ihr wollt, aber ich finde, ich halte von diesem PvP-Kram jetzt nicht so viel. Also, auf diese Attraktion bin ich sehr, sehr stolz. Da habe ich sehr viele Command-Blöcke für benutzt. Das hat sehr viel Arbeit gekostet. Ach so. Ich hab den Freizeitpark so realistisch versucht, realistisch zu bauen wie möglich. Also hier ist erstmal der Eingang, dann steht hier die Wartezeit, ne? Man muss ja mal lange anstehen, wenn man in so einen Freizeitpark geht, ne? So, da muss man hier durch so eine Warteschlange. Dann habe ich hier so schicke Automaten, Getränkeautomaten gemacht, ne? So, dann muss man hier durch die Warteschlange. Eigentlich will ich gar nicht so viel zeigen. Eigentlich will ich nicht so viel spoilern. Naja, hier habe ich dann so komische Figuren und so komische Sachen, wie in Freizeitparks halt auch, ne? Wenn die Themenbereiche so dekoriert sind. So, okay. So, das ist der Freefall Tower in dem Park. Hier kann man die Fahrt starten. Hier gibt es noch so ein paar Fallschirme. Ne, falls man oben stecken bleibt, kann man runterspringen. Hier kann man einschalten, ob man mit teleportiert wird oder nicht mit teleportiert wird. Also ich mache das jetzt erstmal aus. Also jetzt werde ich nicht mit dieser Fahrt mit teleportiert. Ich zeige euch jetzt mal, was das heißt. Okay, starten wir die Fahrt. Aber ich fahre jetzt nicht mit, weil ich das ausgeschaltet habe. So, bla 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 bla. Starte, starte. Okay, jetzt kann man sehen, wie sich das Teil so langsam nach oben bewegt. Sieht eigentlich ganz schick aus. Das habe ich mit. Ich weiß gar nicht, wie viele Command-Blöcke ich dazu benutzt habe, ne? Das muss ich euch auch später nochmal zeigen. So, kann man hier schön zugucken. Dann geht das Licht auch so aus. Ich habe da so Lichteffekte reingebaut und alles Mögliche. Ja, richtig viel Arbeit in den Park gesteckt. Und das Teil kommt runter. Das leckt immer ein bisschen. Und das Teil ist wieder da. Okay, jetzt schalte ich es wieder an. Also heißt es, wir fahren jetzt mit. So, dann setze ich mich hier hin. So, dann starten wir das mal schön. So, auf geht's. Also die Map ist eigentlich auch für Multiplayer gut, aber diese Fahrt hier funktioniert leider nicht so gut im Multiplayer. Die geht leider nur im Singleplayer, ne? So, jetzt kann man erstmal sehen, wie riesig der Park ist. Da hinten ist noch so ein Aussichtsturm, da ist noch eine fette Achterbahn, da ganz hinten ist ein Riesenrad. Ah, jetzt geht's ja erstmal schön nach oben. So. Hui, und es geht nach unten. So. War doch eine schicke Freefall Tower Fahrt. So, okay. Also, was wollte ich euch als nächstes zeigen? So, erstmal laufen wir jetzt eine Runde durch den Park. Hier ist so ein kleiner Trampelpfad, ne? So ein kleiner Platz, ne? Ach, hier läuft ein Huhn rum. Achso, und ich habe auch immer solche Wege hier gebaut, um Wartungsarbeiten an den Achterbahnen vorzunehmen. Zum Beispiel hier hin,
zum Katapultstart von der Bahn hier habe ich einen Weg hingemacht. Ne, ich habe aber immer richtig schöne Details. Schöne Details eingebaut. So. Jetzt zeige ich euch so einen kleinen Aussichtsturm. Es gibt noch einen größeren, aber das ist halt. Den hier finde ich halt besser. Der ist an einer besseren Location. Deswegen zeige ich euch den. So. Was ich hier damals alles gebaut habe. Ich weiß nicht, wie viele Spielstunden ich in diese Map gesteckt habe. So, hier kann man erstmal so einen kleinen See sehen. Ach, nachts gibt es ja auch immer eine Feuerwerkshow, ne? Ja. Da ist ein Riesenrad. Das Riesenrad kann sich eigentlich auch noch bewegen. Das kann ich euch auch noch zeigen. Aber das leckt halt extremst. Aber es kann sich bewegen. Das zeige ich euch auch noch später. So. Achterbahn-Fans unter euch müssten jetzt erkennen, welche Bahn ich hier nachgebaut habe. Diese grüne da. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht erkennt ihr sie. Ja. Sollte mal den Regen ausmachen, ne? So. Okay, die Sonne geht gerade auf, ne? Okay. Ich denke, ich habe mal genug gezeigt. Oh, fuck. So, ich habe doch den Regen ausgestellt. Warum geht denn das denn immer noch? Ja, geht doch. Ich habe doch gerade eben schon... So, hier gibt es auch noch andere Bahnen, aber ich zeige jetzt nicht jede. Hier gibt es immer eine Feuerwerksshow. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ich trottel, ja. Okay, was wollte ich denn noch zeigen? Ja. Ich zeige euch erstmal das Riesenrad. Hier noch so Geschäfte und alles Mögliche. Hier ist noch so ein Labyrinth, so ein kleines. Ein Spiegellabyrinth. Hier ist die Wildwasserbahn. Ja. Ah, das ist der Aussichtsturm, ja. Da habe ich sogar einen Lift reingebaut, einen funktionierenden Lift. So, dann muss man hier auch anstehen wieder. Warteschlange und so, Quatsch halt, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da muss man sich hier genau in die Mitte stellen von diesen Pistons. Dann drückt man den Knopf und auf geht's. Und es geht bergauf. Und es geht bergauf. So. Hier hat man auch eine schöne Aussicht über den ganzen Park. Wir gehen mal nach oben. So, hier kann man natürlich auch Sachen kaufen. Hier Chicken Wings und Pommes und so. Kuchen, alles kann man sich hier kaufen. Ne? So, da ist die Go-Kart-Strecke. Die ist auch ziemlich cool geworden, finde ich. Dann ist hier noch eine schicke Bahn. Ah, und da ist auch noch so eine bewegende Schiffsschaukel. Die kann sich auch bewegen. Das habe ich auch mit Kommandoblöcken programmiert, sozusagen. Okay, ich wollte euch das Riesenrad zeigen. Hier gibt es auch Fallschirme, da kann man schnell hinfliegen. So. Ich habe jetzt vergessen, ich weiß nicht, wie das ging. Warte erstmal. Ah, so ging das, ja, okay. So, fliegen wir erstmal zum Riesenrad. Hui! So. Okay. Das Riesenrad würde ich euch jetzt nicht wirklich so empfehlen. Es leckt einfach extremst. Hier ist auch so eine schöne Warteschlange, wie bei allen anderen Sachen. So. Okay, hier habe ich mit so Schildern gewarnt vor den Lags. Okay. Ich habe das Teleportieren habe ich ausgemacht. Okay, ich starte einfach mal die Fahrt. Ihr könnt euch das jetzt mal angucken.
So, das leckt einfach extremst. So. Ja, man sieht halt, es bewegt sich halt so ein bisschen. Ich gucke mir das mal von außen ein bisschen an. Ja, es leckt einfach ziemlich hart. Also wenn ihr einen richtig guten PC habt, dann könnt ihr sogar mit dem Riesenrad fahren, ne? Also dann werdet ihr mit dem Riesenrad mit teleportiert. Aber die Fahrt ist jetzt nicht so spektakulär, wie man hier sieht. Ja. Also wenn man das alles mit dem Videoprogramm ein bisschen beschleunigt, dann sieht das sogar echt aus, als würde sich das richtig schnell bewegen. Kann ich ja machen, kann ich ja einbauen. So, jetzt demonstriere ich euch mal, wie viel Arbeit das mit den ganzen Kommandoblöcken hier war. Dazu muss man sich an der Stelle hier einfach runterbuddeln. Ah, fuck, jetzt habe ich was abgebaut. Das wollte ich nicht. So. Ja, das ist der erste Teil. Das ist die Steuerung. Also, das ist alles notwendig hier. Die ganzen Redstone-Scheiße hier, die ist komplett notwendig hier. Dann war hier unten war noch was. Diese ganzen Schritte hier sind auch alle notwendig. Ich weiß nicht mehr genau, was die gemacht haben. Ah, das ist ja stimmt. Die Command-Blöcke hier sind dafür da, den Spieler zu teleportieren. Dann hier unten ist noch eine riesige Halle. Mit ganz vielen Kopien von Riesenrädern. Die ist auch notwendig gewesen. Man muss sich das so vorstellen, also ich weiß echt nicht, wie ich das erklären soll. Also gibt es verschiedene Riesenräder und jedes Riesenrad tut einen Arbeitsschritt darstellen. Also das Riesenrad ist so, dann das nächste sieht dann so aus, der nächste Schritt sieht dann so aus und die werden halt von den Kommandblöcken immer da nacheinander hin teleportiert, dass es halt so aussieht, als würde sich bewegen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das besser erklären soll. Hat bestimmt eh jetzt keiner gecheckt. Aber wie gesagt, das Riesenrad ist eigentlich eine ziemlich beschissene Idee von mir gewesen. Das ist so viel Arbeit für eigentlich nichts Besonderes. Naja. So, okay. Wollte ich nur mal zeigen, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe. Okay, jetzt muss ich halt noch rausfinden, wo ich. Ich bin von hier gekommen, ne? Ja, von hier. So. Ja, das war das Riesenrad. Okay. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie die Achterbahnen halt funktionieren. Ah, hier ist auch noch so ein bewegende Schiffsschaukel, da kann man auch mitfahren. Aber das könnt ihr euch ja selber angucken. So, jetzt zeige ich euch erstmal Alpine Achterbahn, ne? Da gibt es eine Warteschlange, bla bla bla, wie bei allen anderen auch. Ne? Ach so, ich wollte noch erwähnen, man sollte die Map nicht auf Man soll die Map auch friedlich spielen, dass keine Monster kommen. Also Monster sind hier echt tabu, weil die verhindern hier einem nur den Achterbahnspaß. Okay, bei jeder Achterbahn ist immer so ein Schild, in welche Richtung man das Minecart bewegen muss. Dann steigt man ein, drückt W und auf geht's. Ich habe die Achterbahn versucht immer schön aufregend zu gestalten, mit so Effekten und so coolen Sachen. Das hier ist eine Katapultstart-Achterbahn. Es gibt auch Achterbahnen mit so einem Kettenzug. So, hier so schöne Effekte, so ein Raucheffekt und jetzt spackt der Sound von Minecart rum und deswegen kann ich es nicht hören. Das ist ja toll, jetzt ist es ganz leise. Ja, das Wasser hört man. Ah, das ist so eine schicke Katapultstartbahn, ne? So, mit so Lichteffekten, durch so eine Höhle durch, dann hier durch. Unterm Wasserfall durch. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. So. Na, hier durch so eine Spirale, durch so eine tiefe Schlucht. So. Und das war es dann auch wieder so. Man wird dann hier am Ende schön abgebremst. Wie bei einer echten Achterbahn auch. Die Türen schließen sich auch hier, diese Türen vom Ding. Und dann öffnen sie sich nach einer Zeit wieder. Genau.
Also ganz viele coole, realistische Achterbahn-Details habe ich hier eingebaut. Weil ich so ein Achterbahn-Freak bin. So, okay. Ich wollte euch noch den Aufwand für den Freefall Tower zeigen. Ja, und die restlichen Bahnen könnt ihr euch ja so angucken. Ich habe ja auch ein paar Achterbahnen. Da sind so ein paar Jumpscares eingebaut. So richtig ultra gruselig, du. Da kann man sich auch richtig gut erschrecken. Naja, die sind jetzt nicht wirklich gruselig, aber die ploppen halt so plötzlich auf. Während der Achterbahnfahrt. Ne? So. Jetzt zeige ich euch noch den Aufwand für den Freefall Tower. Da müsst ihr euch einfach. Ich habe hier irgendwo so eine Tür versteckt gehabt, ne? Die war irgendwo hier. Hier ist die Tür, genau. Die kann man normalerweise nicht aufmachen, weil man normalerweise im Abenteuermodus spielt. Und im Abenteuermodus kann man nichts zerstören. Das habe ich extra so eingebaut, dass die Map halt erhalten bleibt. So. Hier ist auch wieder ganz viel Redstone-Scheiß. So, und hier ist das Eigentliche. Hier sind die ganzen Kommandblöcke, die für die Teleportation des Spielers und des Freefall Tower Wagens zuständig sind. Ja, gut. Und das geht jetzt halt ziemlich lang. Ja, man muss sich halt vorstellen, man muss diese ganzen Befehle hier extra für jeden eingeben. Ich frage mich echt, oh, was damals falsch mit mir war, dass ich hier so viel Command-Block-Scheiße gemacht habe. Oh, es war richtig viel Arbeit, der ganze Scheiß hier. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin ziemlich stolz auf diesen Freefall Tower. Ne? So. Okay, also mehr Ze verraten wollte ich jetzt nicht. Also wenn euch das wirklich interessiert, ladet euch die Map runter. Die gibt es leider nur für PC. Keine Pocket Edition und keine Xbox One oder PS4 oder wo auch immer Minecraft auch noch erhältlich ist. Habe ja keine Ahnung davon. Interessiert mich auch nicht. Ne? Also, ich wollte euch einen kleinen Einblick geben. Vielen Dank, dass ihr hier bis zum Ende das angeschaut habt. Ne? Und wir sehen uns im nächsten Video.